Jesus Gott, ich weiß, wieder selbes Outfit, selber Look, alles gleich, aber ich will unbedingt die Videos abdrehen, weil ich nicht weiß, ob ich am Sonntag dann dazu komme, Videos zu drehen. Also habt Nachsicht mit mir, dass ich in jedem Video jetzt gleich ausschaue. Aber ich will so gut es geht Videos vordrehen, auch wenn es jetzt sehr viele in dem Look sein werden. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob euch das stört. Ist euch das egal oder schaut ihr da drauf? Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren. Heute geht es nämlich um Bodylotions. Um meine Bodylotion-Sammlung. Klingt ja widerlich. Also fangen wir gleich mit dem Ding an, das widerlich klingt. Das war dieses 20 Jahre Balea. Bodylotion, große Gefühle mit... Sorry, mit Zitrone und Vanilleduft. Ach, das war die, was so ähnlich wie Zuckerschnute gerochen hat. Die musste ich ja damals unbedingt haben. Ich weiß, ich habe sehr viele Bodylotions und ich benutze sie nicht. Und das nervt mich en masse, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist jetzt eher so ein Anti-Zellulite-Teil. Habe ich mal bekommen. Habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, weil ich habe eines angefangen von Yves Rocher und habe das auch nur einmal, glaube ich, benutzt. Dann habe ich hier eine Bodylotion von Yves Rocher, die Hafer. Ihr wisst, wie sehr ich die liebe. Da brauche ich eigentlich nicht viel drüber reden, weil das wissen sehr viele. Dann habe ich von Roberto Cavalli die parfümierte Bodylotion. Sieht so aus. Habe ich mir ja damals gekauft extra. Hat ja unbedingt sein müssen. Ich glaube, die war mal in einer Douglas-Box. Die habe ich schon so lange. Ich hoffe, die ist überhaupt noch gut. Das ist von Lady Gaga, diese Bodylotion. Mir wäre das Duschgel irgendwie lieber gewesen. Oh, jetzt ist noch gut. Ich habe den Duft ja auch. Aber mir wäre irgendwie das Duschgel lieber. Aber ja. Dann habe ich hier von Balea Bodylotion Tropical Sunshine. Also ich glaube aber mit Bodylotions, weil ich gerade das da sehe, bin ich sehr brav, mir keine zu kaufen, weil ich weiß, dass ich so eingremvoll bin. Aber die war mal Limited Edition, so wie die. Die war bei derselben Limited Edition dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch eine habe. Ich glaube aber nicht. Aber ja. Da habe ich die Duschgel ja auch noch davon. Dann, das habe ich glaube ich im letzten Sammlungsvideo erwähnt, im Duschgel-Sammlungsvideo, dass ich von dem ja so einen riesen Pot habe. Das ist von dieser Vanille- und Kokos-Reihe von Balea. Die gibt es ja nicht mehr. Leider. Weil die fand ich eigentlich nicht schlecht, auch wenn ich sie jetzt nicht benutzt habe. Victoria's Secret. Die Bodylotion, glaube ich, habe ich damals von meinem Freund bekommen. Das ist dieses Secret Escape, wo ich auch den Bodyspray habe. Dann habe ich ja noch Mango Temptation als Bodylotion. Altes, alles alte Verpackung. Endless Love habe ich noch. Ich hoffe, ich mache das nicht so schnell. Ich mache es ein bisschen langsamer. Von Victoria's Secret Endless Love habe ich noch. Ich weiß gar nicht, wie die riechen. Ich kann mich gar nicht erinnern. Boah. Oh mein Gott. Ich glaube aber, das Endless Love gibt es gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das war nämlich eins meiner Lieblingsdüfte. War ja klar. Ja, dann habe ich einmal... Oh Gott. Einmal eine Bodylotion von Ahava. Das ist schon sehr, sehr lang her, wo ich mir die gekauft habe. Und ihr seht, ich habe so große Sachen immer, dass das mich auch relativ nervt. Dann habe ich Cremeöl-Bodylotion in Mandel- und Marulanuss. Die habe ich auch schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Wirklich lange. Oh, ja, die habe ich auch lange. Ich hoffe, die ist noch okay. Oh, das ist alles so dreckig. Nein, ich glaube, die ist nicht mehr okay. Hm. Na, sie riecht noch normal. Aber vielleicht sollte ich sie bald mal aufbrauchen. Aber das werde ich zu allen Sachen sagen. Dann habe ich eine von Elizabeth Arden, die White Tea Bodylotion, die habe ich auch geschenkt bekommen. Dann habe ich zweimal von The Body Shop die Mandel Body Butter, ja, was muss ich dazu noch sagen? Also die Mandel, die mochte ich am allerliebsten. Ich finde es halt nur traurig, dass ich die nicht endlich benutze, weil es wird langsam Zeit, dass ich die verwende. Oh, die ist noch komplett geschlossen, das ist eine von Zuckerschnute. Ich hoffe, die ist noch gut. Ich hoffe wirklich, dass die noch gut ist. Dann habe ich von Yves Rocher eine. Das war ja von dieser Winter Limited Edition. Das Problem ist, ich bin so eincremefaul. Ich habe extra zwei stehen dort, die ich benutzen könnte. Und ich bin so faul. Ich mag das einfach nicht mehr. Ich sollte mich wieder zusammenreißen. Weil früher war ich so brav im Eincremen und habe das jeden Abend gemacht. Und irgendwie jetzt da
bin ich froh, wenn ich so früh wie möglich ins Bett komme. Aber das ist jetzt noch die Winteredition von Yves Rocher, wo ich auch das Duschgel auch noch habe. Das ist eigentlich die letzte, die ich gekriegt habe, glaube ich, von meiner Arbeitskollegin. Die hat sich nämlich welche gekauft, weil sie es verschenken wollte um 1 Euro und sie hat mir dann auch eine geschenkt. Das ist Sunny Jasmin Body Lotion, die riecht echt geil. Die riecht wirklich geil. Ich habe schon lange keine mehr von Aveo gehabt, weil ich habe früher immer die so gern benutzt von Aveo. Hat ja auch dann aufgehört. Dann habe ich von Victoria's Secret noch eine, die Amber Romance. Ich habe ganz vergessen, dass ich die auch habe. Ich habe, finde ich, es sind natürlich trotzdem viele Body Lotions. Ich will das nicht abstreiten. Aber ja, nicht so viel wie Duschgel. Also wenn ich mich zusammenreißen würde, könnte ich schon ein paar aufbrauchen. Dann habe ich hier noch von Annemarie Berlin die Body Lotion. Ich glaube, das ist die, was so nach Zitrone riecht. Die habe ich mal zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Aber ich kann mich an alles auch nicht erinnern. Das war so ein Geschenkding. Das habe ich mal bekommen. Ich weiß nicht, von wem ich das gekriegt habe. Irgendwer hat mir das geschenkt. Das ist, weil die alle diese Bodylotions nicht mögen und weil die wissen, ich sammle das, stopfen die mich alle voll damit. Das kennt man immer von einem Zeiger. Deswegen habe ich auch gesagt, sie sollen mittlerweile nichts mehr, was Bodylotion oder Handcreme oder sonst was betrifft, schenken, weil ich benutze es selber nicht. Ja, aber die beiden habe ich noch. The Post Descent, wo ich auch einen Duft habe, und Mavi habe ich auch. Ja. Das ist, weil das jeder kriegt von anderen, von Douglas oder von überall her, wo die einkaufen gehen, und dann wollen sie es nicht und dann schenken sie es mir. Und dann habe ich das Leid. Leid in Anführungsstrichen. Ich meine, ich darf zufrieden sein, dass ich was geschenkt bekomme. Das habe ich euch im Duschgel-Video ja auch erzählt. Also beschweren darf ich mich nicht, aber ich habe schon gesagt, dass da duschgelmäßig alles schon die Grenze erreicht hat. Noch ein Victoria's Secret. Strawberry and Champagne. Also was ich alles habe, ist echt nicht normal. Dann habe ich noch eins von The Body Shop. Das ist das Papaya, glaube ich. Ja, das mochte ich so, so gern. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Deswegen sage ich, ich sollte wirklich mal versuchen, mich mal wieder einzucremen. Ich volles Kunstdruck mache. Ja, dann habe ich wieder viele Parfümierte von den Düften von Elisabeth Arden. Da hatte ich einen in ein Geschenkset, der andere weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern. Ja, vielleicht bei einem Einkauf oder mir die jemand geben. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Alter Schwede. Ja. Da habe ich eine schon mal leer gemacht, weil eine hat... Oder ich habe Alzheimer, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei. So wie von... Sie, und ich glaube, die habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Kann das sein? Ich glaube, die habe ich mal zu... Ich weiß es nicht. Aber von Armani Sie habe ich eine. Das weiß ich, weil das war vor kurzem erst. Das war auf einer Schulung. Da habe ich das bekommen. Und ich glaube, die haben wir auch von einer Schulung dazu bekommen. Oder? Das ist, wo ich den Duft habe, das Paradiso in Bodylotion-Form. Es schaut niedlich aus. So sieht das aus. Entweder von der Schulung, von der Freundin, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich, weil das war vor kurzem erst, das war von einer Schulung. Ich könnte die Kleinen eigentlich zuerst aufbrauchen, oder? Das ist, weil ich die Parfums dazu habe, will ich die Kleinen noch nicht aufbrauchen. Weil ich könnte ja die anderen dazu verwenden, also die Düfte. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, könnte ich das lassen, weil... Oh, Moment kurz. Weil ich werde, glaube ich, eh nie zu den Düften kommen. Wirklich nicht, weil da habe ich auch so viele. Ich habe eh schon Angst vor dem Duftsammlungsvideo, weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Weil ich will das in zwei Teilen aufteilen und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen will. Wirklich nicht. Also ich habe echt keine Ahnung. Ja. Dann habe ich hier eine, die habe ich, glaube ich, zum Geburtstag bekommen von Yves Rocher. Da gab es ja diesen Gutschein. Habe ich euch, glaube ich, auch vor kurzem in den Haul gezeigt. Dann habe ich noch zwei von Yves Rocher. Einmal diese Weihnachts... Bodylotion, diese Weihnachts-Ele-Bodylotion. Das ist diese Birne und Kakao, wo ich ja Urfi gekauft habe damals. Da habe ich ja die Seife auch noch davon. Dann habe ich noch eine Hafer-Bodylotion. Ihr wisst, ich liebe diese Haferteile. Und als letztes, dann haben wir es durch. Ich sage ja, es ist nicht so viel. Es sind halt viele kleine Sachen. Und wenn ich mich mal zusammenreißen würde und die kleinen Sachen aufbrauchen würde, glaube ich, wäre das gar nicht so schlimm. Muss ich mal schauen. Aber ich habe eine Bodylotion von Modern Princess, den wir damals von der Arbeit bekommen. Das weiß ich noch, weil wir damals ja auch das Krönchen tragen mussten. Deswegen kann ich mich daran so gut erinnern. Die versuche ich jetzt gerade aufzubrauchen. Aber irgendwie
Ja, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das einbilde. Deswegen werde ich mir auch keine Bodylotions mehr kaufen. Es gibt ja jetzt aktuell von Nivea eine Bodylotion mit Melone. Da haben mich viele angesprochen drauf auf Instagram und so, aber ich werde mir die nicht kaufen. Weil ich habe eh so viel, also es bringt sich nichts. Ich habe auch dieses Body Gelee. Ich glaube, das war auch eines der letzten Dinge, die ich mir gekauft habe von Balea. Das war letztes Jahr, gab es das, glaube ich. Oder? Kann das sehen? Scheibengleis, das wäre schon abgelaufen. Es war aber noch nie offen. Ich werd mal versuchen, die kleinen Sachen vielleicht zuerst aufzubrauchen. Vielleicht kriege ich dann wieder Lust, Bodylotions aufzubrauchen. Vielleicht. Also ich könnte es ja mal so probieren. Eigentlich wollte ich die Sachen gerne in Kombination mit den Düften, aber irgendwie ist das behindert. Das kriege ich sowieso nicht hin, glaube ich. Ich habe nämlich so viele Parfüms noch, das werde ich niemals schaffen. Deswegen werde ich mich mal an die Nase nehmen und versuchen, meine Sachen leer zu machen. Am Bodylotions. Ich muss. Ihr habt das gerade gesehen. Es ist jetzt nicht so viel. Ich meine, es könnte natürlich weniger sein, aber ich finde es nicht so schlimm, was da drinnen ist. Es gibt Duschgel zum Beispiel oder, sorry, dass ihr mich jetzt nicht seht. Duschgels und so habe ich mehr. Eindeutig. Ich glaube, das sagt sie auch. Aber es müsste auch nicht sein. Das heißt, kaufen tue ich mir sowieso braverweise nichts mehr, aber ich werde versuchen, mal die kleinen vielleicht zuerst aufzubrauchen. Ich habe eh so viele. Vielleicht probiere ich mal die kleinen leer zu machen und dann. Mir fällt nicht ein, was ich noch sagen kann, um eine Ausrede zu finden. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, das Duschgel war komplett bummvoll. Das ist ein bisschen weniger. Ihr habt sicher wieder mitzählt, ihr könnt es mir gerne wieder in den Kommentaren schreiben, aber. Ja, für mich ist es zu viel, weil ich mich ja eh nicht mehr eincreme, weil ich so faul bin. Also muss ich mal versuchen, wieder meinen Arsch in Gang zu bewegen und mal wieder ein paar aufzubrauchen. Ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Ich bin ein bisschen im Wickelwackel, was das betrifft. Aber ja, ich schau gerade darüber, weil da drüben steht die Bodylotion. Ja, ich werde es versuchen. Ich versuche zuerst vielleicht die Kleinen aufzubrauchen. Findet ihr die Idee besser, dass ich zuerst die Kleinen aufbrauche, jetzt abhängig davon, dass es jetzt Bodylotions von Düften sind, sondern wirklich die zuerst leer machen und dann die Großen anfangen? Wie würdet ihr das machen, wenn ihr so viel hättet? Außer verschenken. Ich rede jetzt wirklich nur davon, das aufbrauchen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Sammlungsvideo und ich hoffe, oder im nächsten Video beziehungsweise. Und ich hoffe, euch hat es gefallen.